Ja, wie schaffen wir es bei ISOHEMP, einen neutralen oder vielleicht auch freien CO2-Fußabdruck zu hinterlassen? Das hat letzten Endes das Erste vor allem vorrangig mit der Hanfpflanze zu tun, die wir ja im größten Teil verwenden. Denn die Hanfpflanze wächst relativ schnell und bindet bereits während des Wachstums große Mengen an CO2. Diese Mengen sind definitiv größer als die CO2-Menge, die produziert wird, um den Stein herzustellen, den Stein zu transportieren oder auch an der Baustelle zu verarbeiten. Das heißt also, auch hier sind wir vom CO2-Verhältnis absolut im sauberen und im neutralen Bereich. Das heißt also, wir sind auch in der Lage, durch den Trocknungsprozess unserer Steine, durch das Trocknen des Kalkes, durch die Karbonatisierung weiteres CO2 zu binden und können somit eine absolut CO2-freie Bauweise an den Baustellen in Deutschland gewährleisten für den Neubau, für die Renovierung und vor allen Dingen auch in Kombination mit Stahlbetonskeletten oder Holzbauweise auch bei unserem Hemmprozess.